Die spanische Stadt Santiago de Compostela ist das Ziel der Pilger, die den Jakobsweg entlang wandern. Aber es ist auch Austragungsort des jährlich stattfindenden Amal Euro-Arab-Filmfestivals. 26 Dokumentar- und Spielfilme wurden in der 9. Ausgabe gezeigt, die gerade zu Ende gegangen ist. Mehr als 3.500 Zuschauer sahen sich die Filme an. Eine positive Bilanz für das Filmfest, das zwischen westlichen und arabischen Gesellschaften Brücken bauen will. Deshalb gibt es neben den Filmvorführungen auch zahlreiche Workshops, vom Bauchtanz über arabisches Kochen bis zur Kalligrafie. Mit der arabischen Welt werden immer noch viele Klischees verbunden. Viele machen keinen Unterschied zwischen arabisch und muslimisch. Sie denken, es sei alles das Gleiche. Das verhindert, dass die Menschen die Unterschiede in der arabischen Kultur und ihren Einfluss auf unsere eigene Kultur verstehen. Der sogenannte arabische Frühling hat dazu beigetragen, einige falsche Eindrücke von der arabischen Welt zu entkräften. Und er findet auch seinen Niederschlag im Wettbewerb. Es gibt einen Dokumentarfilm über die tunesische Revolution und einen weiteren über die Proteste auf dem Tahrirplatz in Kairo. Für Jurymitglied Haizam Amira Fernandez ein Zeichen für das wachsende Interesse an der arabischen Welt. Dieses Jahr bestimmt die arabische Welt die Titel aller internationalen Medien wegen der sozialen und politischen Veränderungen. Ich denke, dass die ausgewählten Filme einige der wichtigsten Gründe behandeln, die zum Aufruhr in der arabischen Welt geführt haben. Die Jury vergab den Preis für den besten Spielfilm zu gleichen Teilen an Cairo Exit des ägyptischen Filmemachers Yesham Issawi und Son of Babylon des irakisch-dänischen Regisseurs Mohammed Al-Daraji. Dieser gewann auch den Regiepreis. Der Jungschauspieler Yasser bekam für seine Rolle in Son of Babylon den Darstellerpreis. Im Film folgt der junge Ahmed seiner Großmutter. Sie hatte nach dem Sturz Saddam Husseins davon gehört, dass im Süden des Landes Kriegsgefangene lebend gefunden wurden. Sie will herausfinden, ob einer davon ihr Sohn und Ahmeds Vater ist. Cairo Exit ist eine Liebesgeschichte und ein Porträt der jungen Generation der Stadt, die für eine bessere Zukunft kämpft. Der Film ist in Ägypten verboten worden. Der Regisseur hatte sich offenbar geweigert, Änderungen daran vorzunehmen. Deshalb hofft er nun auf Meinungsfreiheit unter der neuen Führung. Was das Kino und Künstler allgemein betrifft, gibt es jetzt mehr Freiheit. Man fürchtet sich nicht mehr, einen Film zu schreiben oder zu produzieren. Aber nicht nur die Künstler, sondern alle profitieren davon, dass die Revolution die Mauer aus Angst niedergerissen hat. Aber wie das nächste Regime mit der neuen Situation umgeht, wird sich noch zeigen. Die Situation der Frauen in arabischen Gesellschaften ist auch Thema in einigen der Filme. Arab Attraction handelt von einer Frau, die für ihre feministischen Ansichten bekannt war. Als sie sich in einen 20 Jahre jüngeren jemenitischen Mann verliebt, konvertiert sie zum Islam, heiratet ihn und wird seine zweite Frau. Der österreichische Regisseur Andreas Horvath sagt, was ihn an diesem Projekt fasziniert hat. Am Anfang war für mich etwas, das ich nicht verstanden habe. Das war eine Frau, die ihr Leben lang Feministin war und Atheistin und dann durch die Liebe zu einem Jemeniten zum Islam konvertiert ist und vielleicht ihre feministischen Prinzipien teilweise auch aufgeben musste. Und ja, für mich ist das immer ein guter Beginn für einen Dokumentarfilm, versuchen, etwas, was ich nicht verstehe, zu verstehen mit dem Film.
Andere Gewinner waren This Is My Land, Hebron, Kurt Wie und Al-Madina. Das Amal International Euro Arab Film Festival gibt es bereits seit 2003.